everyone. In 2019, modern warfare changed everything. Modern warfare changed everything. Das hat es. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, kurz bevor es losgeht. Ich war letzte Woche genau gefühlt 5 Sekunden gesund, bis mein Körper sich wieder gedacht hat, Husten ist was Geiles und macht Spaß. Danke. Die letzten 2 Tage, also gestern und vorgestern, gab es ja den Modern Warfare Reveal, Modern Warfare 2 Reveal. Und ja, was soll ich sagen? Ich war komplett confused, lost und nach circa einer halben Stunde saß ich im Grunde nur noch in einer Ecke und war überfordert und wusste nicht, was hier irgendwas zu bedeuten hat. Ja, aber nachdem ich jetzt mehrere Stunden alles analysiert habe, mehrere Masterarbeiten dazu geschrieben habe, kann ich so einigermaßen, glaube ich, erklären, was so zum Multiplayer, worauf wir uns hier ungefähr einstellen können. Und ja. Dieses Video soll sich auch hauptsächlich um den Multiplayer gehen. Ich meine, so klar, wir werden ein bisschen über die Kampagne reden, weil man da ein paar Sachen für den Multiplayer ableiten kann, aber all in all ist das so das, was mich persönlich am meisten interessiert. Und ja, gut, labern wir nicht weiter drumrum. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir labern nicht weiter drumrum. Also ich denke, wir gehen erstmal auf das Gameplay von der Kampagne ein, was gestern veröffentlicht worden ist, weil man da tatsächlich schon einige Sachen ableiten kann. Also erstens, die Waffen sehen ungefähr gleich aus wie in Modern Warfare. Also ich kann das ja mal ein bisschen einblenden hier. Ja, es sind halt Waffen. Aber was sich unterscheidet von Modern Warfare, die Sounds hören sich alle etwas knackiger an, finde ich irgendwie, diese... Alles etwas definierter, weniger so diffus, sondern wirklich so wie früher ein bisschen, so richtig schön knackig. Irgendwie, ja. Grafisch, ja, ich fand schon MW sah krass aus und das Spiel sieht halt jetzt ein bisschen krasser aus, ist aber auch nichts, was jetzt ungewöhnlich ist. Auf jeden Fall, ich habe ja schon gesagt, die Waffen sehen ungefähr gleich aus, ähnlich gilt das auch für... Aufsätze, ich meine, man sieht ja das VLK-Visier und so ein GI-Rotpunkt-Visier. Ja, das ist wahr zu erwarten. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie irgendwelche neuen, krassen Designänderungen machen. Was auch nicht überraschend ist, Lehnen und so kommt wieder zurück. Das hat man auch tatsächlich gesehen in diesem Kampagnenausschnitt. Das schon mal zu diesem Kampagnen-Gameplay, sonst hat man eigentlich nicht viel besonders gesehen. Maps. Also diese, ein Teil der Kampagnen-Mission spielt auf so ein Frachtschiff, meine ich. Und ja, es wäre ziemlich ungewöhnlich, wenn sie daraus jetzt nicht einfach die Modern Warfare 1 Karte Wetwork remaken oder zumindest... ich meine, das wird sich anbieten, das ist ja ein Frachtschiff mit Frachtcontainern drauf. Da wird sich so ein Wetwork Remake eigentlich anbieten. Und ein zweites Remake, was ziemlich sicher kommen wird, ist Highrise. Also man hat es im Reveal-Trailer im Grunde genommen gesehen. Und ja, also es wird auf jeden Fall ein Teil der Warzone 2 Map sein. Aber ich denke, es ist auch ziemlich sicher, dass sie das auch in den Multiplayer packen werden. Des Weiteren wird Bodenkrieg wieder da sein. Yay. Ja, war einer der wenigen Aspekte von Modern Warfare, bei denen man sagen könnte, war richtig gut. Ich meine, hey, hing von der Map an. Also irgendwie diese Stadtmap war echt der schlimmste Horror meines Lebens. So, wenn da einfach auf jedem scheiß Gebäude irgendwelche Sniper rumcampen. Aber sonst... Man konnte Spaß haben mit diesem Modus. Allgemein zu den Maps. Es ist die Designphilosophie von den Modern Warfare Maps, die ganz spät im Lebenszyklus rauskommen. Also für die Modern Warfare noch
zu Ende gespielt haben, im Grunde genommen. Die späteren Maps waren ja sogar teilweise richtig gut, also Kashyyyk Hideout oder wie heißt die andere Karte, die ich ja noch als Beispiel haben wollte, Kashyyyk Park oder so, diese Park-Map. Waren jetzt nicht irgendwie so krasse Maps, so best of all time, aber ja, man konnte damit arbeiten. Also wenn Modern Warfare mit solchen Maps von Anfang an rausgekommen wäre, denke ich, wäre das Spiel besonders bei den etwas, Spielern, die mehr aufs Rushen aus sind, besser angekommen. Apropos Gameplay, Rushen und so, Spielstile meine ich im Allgemeinen, Gott, komplett confused. Die haben auch gesagt, die wollen tatsächlich auch in diesem Spiel ein bisschen mehr auch für die Leute was tun, die gerne rushen. Ich meine, Modern Warfare war ja im Grunde genommen ein Spiel, das nicht nur nichts für Rusher getan hat, sondern auch die Rusher aktiv bestraft hat fürs Rushen. Also ja, hoffen wir, dass tatsächlich die Entwickler da tatsächlich zumindest Rushen nicht bestrafen. Wenn das so schon wäre, bin ich schon einigermaßen zufrieden. Ja, dann hat man auch Field Upgrades gesehen. Also, ja. Da ist es so eine Sache, kommt drauf an, ob alle so im Multiplayer drin sein werden oder nicht, aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige davon drin sein werden und das könnte entweder lustig oder Schmerz werden. Also fangen wir mal an mit der Feldkamera. Also das ist so eine Kamera, die ihr aufstellen könnt. Also wahrscheinlich so ähnlich wie in Black Ops 1 oder für die, die Rainbow Six Siege gespielt haben, die Valkyrie-Kameras. Zumindest wird das so beschrieben von den Leuten, die es gesehen haben. Ihr stellt halt eine Kamera auf und dann könnt ihr halt einen gewissen Punkt beobachten. Ja, und wenn mehrere Leute eine Kamera haben, können auch diese Leute auf eure Kamera zugreifen. Und ja, das könnte für S&D recht lustig werden. Ich glaube nicht, dass diese Kamera wirklich irgendwo anders noch von Relevanz ist. Das zweite, was es gibt, ist ich weiß nicht, wie dieses Ding auf Deutsch heißen würde, auf jeden Fall. Das ist so eine Granate, die durch Wände geht, also die man an der Wand anbricht. Diese Granate bricht durch die Wand durch und explodiert dann im Nebenraum. Ja, so eine Fuse-Ladung für die Rainbow Six spielen. Kommt auch tatsächlich hier drauf an, wie viel Damage das Ding macht und wie effektiv es im Allgemeinen ist. Eine weitere, es gab ja die Befürchtung, zumindest bei mir, dass Modern Warfare 2 ähnlich wie in Vanguard sehr viel zerstörbare Umgebung haben wird. Da haben die Entwickler gesagt, nein, das wird kaum der Fall sein, was ich auch ehrlich gesagt gut finde. Das dritte Field Upgrade ist, das ist etwas, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Ein Köder. Also ihr könnt euch im Grunde genommen so ein Dummy von einem Spielcharakter hinstellen, der praktisch es so wirken lässt, als würde vor euch ein Gegner stehen und sobald ihr den halt anschießt, explodiert er halt oder macht irgendwie Geräusche oder so, dass man halt erkennt, da ist ein Gegner, was ich halt nicht cool finde, irgendwie keine Ahnung, ich sehe es halt schon vor mir, wie irgendwelche Camper das Ding aufstellen und dann im Grunde genommen direkt wissen, aha, da kommt irgendjemand. Oder wenn das Ding, ich meine auch gehört zu haben, das Ding soll explodieren, da kommt es auch an. Wie viel Damage macht es? Fasst es dich nur einmal dumm an oder bist du direkt tot, wenn du irgendwie 5 Meter daneben stehst? Ja. Fahrzeuge. Es wird im Bodenkriegsmodus und in Warzone Fahrzeuge geben, wer hätte es gedacht. Aber tatsächlich soll der Helikopter tatsächlich anders sein. Es soll so ein richtiger Transporthelikopter sein, wo sich wirklich viele Leute drauf sammeln können. Also Prestigious Key hat so 6 bis 8 ungefähr so erwähnt. Und eine coole Eigenschaft vom Heli ist tatsächlich, wenn man als Fahrer oder als Flieger, ja gesagt, als Pilot den Fahrersitz wechselt, also nicht mehr Pilot ist, dann fliegt das Ding noch so ein Stück weiter und stürzt nicht so direkt ab.
Ja, man könnte im Grunde genommen so ein eigenes Sniper-Nest im Himmel sein, wenn man nicht runtergeholt wird. Was auch noch doch ein gutes Feature ist, was sie hinzugefügt haben bei den Fahrzeugen. Wenn ein Fahrzeug zerstört wird, das Wrack despawnt nicht. Also das bleibt für immer da. Was im Grunde genommen jeder einzelnen Runde sowas wie eine eigene Persönlichkeit gibt. Und ja, jetzt mal zu dem Elefant im Raum. Der neue Gunsmith. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich wirklich confused war. Aber ich glaube, es so einigermaßen verstanden zu haben und es auch einigermaßen auch erklären zu können. Also, es gibt von nun an Waffenfamilien, also innerhalb der jeweiligen Klassen. Also zum Beispiel innerhalb der Sturmgewehre, die M4 und die M16 gehört irgendwie zur gleichen Familie. Und jetzt spielt ihr die M4 frei und ihr levelt die Waffe jetzt. Und wenn ihr die M4 levelt, spielt ihr Aufsätze für die Waffe frei und Aufsätze für die Waffenfamilie frei. Also was weiß ich, ihr habt einen Schalldämpfer, der exklusiv für diese Familie ist, dann könnt ihr diesen Schalldämpfer auch für die anderen Waffen der Familie verwenden. Was eigentlich richtig geil ist. Ich meine, das ist in Warzone tatsächlich eine recht... Problem ist es nicht, aber es sorgt halt dafür, dass dass Leute, die nicht irgendwie nur noch am Suchten sind, ständig neue Waffen spielen oder so. Einfach nur, weil... Ja, warum sollte ich eine Waffe spielen, die vielleicht ein bisschen besser ist als die Waffe, die ich aktuell spiele, wenn ich jetzt dafür irgendwie 300 Jahre grinden muss? So, ich meine, das ist der Grund, warum in Rebirth Island immer noch fast hauptsächlich nur MP40 gespielt wird, weil die Leute die Waffe halt schon freigelevelt haben und sich das einfach nicht antun wollen, nochmal hier so einen fetten Grind hinter sich zu haben. Und ja, ist eine coole Idee. Wird das Waffenlevel ein bisschen angenehmer gestalten, wenn man zumindest ein paar Aufsätze hat, die die Waffe schon einigermaßen brauchbar machen. Ich kann mich noch echt gut an Vanguard erinnern, wo man einfach zerstört worden ist von Leuten, die halt andere Waffen schon auf Level 70 und so hatten und man halt selber mit einer kompletten Schrottwaffe unterwegs war, die halt erst mit den späteren Leveln richtig gut wurden. Wobei war auch in Modern Warfare sehr stark der Fall, also... Und auch in Cold War. Also ja, es ist cool. Und ja, es gibt jetzt tatsächlich auch innerhalb des Gunsmiths im Grunde zwei Kategorien von Aufsätzen. Also Waffenaufsätze und Waffenteile. Also ich kann ja mal ein Bild von Exclusive Ace hier einblenden. Und ja, es sieht zumindest so aus, dass ihr die Waffenteile im Grunde genommen alle frei wählen könnt, plus ihr im Grunde genommen drei Aufsätze wählen könnt, was halt im Grunde ungefähr bedeutet, dass ihr sieben Aufsätze wählen könnt. Das dazu, und Personalisierung geht tatsächlich jetzt hier noch einen Schritt weiter, denn ihr könnt nicht nur die Waffen so mit Aufsätzen ausrüsten, wie ihr wollt, ihr könnt auch einzelne Aufsätze personalisieren. Also es gibt da zwei Schieberegler, zum Beispiel für einen Lauf. Wenn der Lauf etwas länger ist, habt ihr eine bessere Projektilgeschwindigkeit zum Beispiel. Aber dafür habt ihr halt eine längere Anvisierzeit. Oder ihr macht halt den Lauf etwas kürzer, bessere Anvisierzeit, aber halt dafür schlechtere Projektilgeschwindigkeit. Oder ihr macht den Lauf etwas schwerer, was dafür sorgt, dass euer Rückstoß besser wird, aber dafür halt eure Movement-Geschwindigkeit runtergeht. Oder ihr macht halt den Lauf etwas leichter, was halt dafür sorgt, dass ihr euch schneller bewegt von A nach B, aber dafür habt ihr halt einen schlechteren Rückstoß. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also einerseits ist es cool, dass man die Waffen praktisch
für den eigenen Spielstil personalisieren kann. Andererseits finde ich dennoch, man sollte sich anpassen müssen. So, ich finde nicht, dass wir im Grunde genommen es wie in Modern Warfare machen können, wo man im Grunde genommen jede einzelne Waffe 100% an den eigenen Spielstil anpassen kann. Also, ich finde schon, dass man so Waffen haben muss, wo man sich denkt, okay, mit dieser Waffe bin ich im Grunde nur am effektivsten, wenn ich auf Long Range damit bleibe. Okay, mit dieser Waffe bin ich nur am effektivsten, wenn ich auf mittlerer Distanz bleibe. Versteht ihr so? Damit man gezwungen ist, seinen Spielstil ein bisschen anzupassen. Irgendwie bringt das so einer Waffe die Persönlichkeit. Und ja, das dazu. Ich meine, es gibt ja auch die Vorbesteller-Edition, wurden ja jetzt offiziell bekannt gegeben. Und da gibt es ja so ein Skin-Paket. Und ich glaube tatsächlich, dass das praktisch die Antwort auf die Kritik ist, dass wenn man Bundles kauft und die Aufsätze ein bisschen anpasst, dass halt der Look von der Waffe komplett weggeht teilweise. Also am schlimmsten ist, glaube ich, zurzeit diese Amaguera Mastercraft in diesem Pro-Pack da. Also wenn man das Ding einigermaßen brauchbar kitten will, sieht die Waffe auf einmal gar nicht mehr so aus wie der Mastercraft, die Mastercraft-Waffe. Keine Ahnung. Ja, also man sieht da einen Haufen Aufsätze, die jeweils personalisiert sind. Finde ich cool, dass das, ja, das, also wenn das so bei allen Sachen ist, dann sieht das richtig geil aus tatsächlich. Des Weiteren wurde bestätigt, wenn wir schon beim Thema Packs oder Bundles sind, mit Modern Warfare 2 werden die Bundles, die er für Warzone 1 und alles davor gekauft hat, nicht übernommen. Also es wird im Grunde genommen alles wieder auf Null gesetzt. Was mich ehrlich gesagt gar nicht überrascht irgendwie. Das war ja so die Idee hinter Warzone 2, dass wir jetzt einmal den Spaß von neuen, aber auch richtig machen. Und da war wahrscheinlich so ein Reset somit die beste und simpelste Lösung wahrscheinlich. Jo, also gut. Das dazu eigentlich. Und ja, mehr Infos zu Warzone 2 und zum Multiplayer gibt es eigentlich nicht. Also ja. Das dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Euer Jace. Ciao.